Jetzt findet der große Preis von Mexiko statt. Ja, da würde ich sagen, gehen wir voll ins Getümmel und ich hoffe auf ein halbwegs gutes Ergebnis. Mit 19 und 20 sind wir von einem halb guten Ergebnis, ja, meilenweit entfernt. So, ich überlege, lassen wir einen mit ein und einen mit zwei Stops fahren. Ist das sinnig oder ist das unsinnig? Das ist die große Frage, denn ich glaube, wir riskieren beide auf einen Stop. Zwei Stops, Entschuldigung. Und wir gucken mal, was dabei rumkommt. Ja, wir lassen ihn ein bisschen schonender fahren, einfach in der Hoffnung. In der Hoffnung, ja, sicher ist sicher halt. Safety first. Olja jetzt gerade vorne. Ist hier ein Zweikampf. Und Olja wird der Reifenflüsterer sein. Und ich weiß nicht, ob Eriksen über die Zeit kommt. Das muss halt wirklich dann die Zukunft zeigen. Also momentan Olja 23. Aber das ist noch nicht so dramatisch. Das ist noch nicht so mega dramatisch. Wir müssen mal gucken. Olja kann jetzt eigentlich ein bisschen Gas geben, denn ich sehe, wir kommen locker mit den Vorgaben hin. In Runde 18 der Stopp. Das wird kein Problem sein. Das große Problem hier ist jetzt, dass wir so weit hinten sind, liegt daran, dass viele eine ähnliche Strategie verfolgen wie wir, glaube ich. Und das spielt uns natürlich nicht in die Karten. Wir sollten uns als, ja, als doch kleines Außenseiterteam generell so ein bisschen antizyklisch bewegen. Ach. Ja, Olja kann niemanden hinter sich halten. Das ist ein bisschen ein Problem. Also mit Platz 23 und 18. Ja, 23 und 20. Also die waren jetzt schon zweimal in der Box halt. Das sieht man, das ist der Unterschied dann. Also ich glaube, die 3-Stop-Strategie ist deutlich schneller. Das kann man, glaube ich, sagen. Sie ist deutlich schneller. Wir sind 22. und 23. und ich glaube, das war ein Strategiefehler. Und es war auch ein Fehler, dass wir beide ja quasi gleich auf gleiche Strategie geschickt haben. Wir werden schon das zweite Mal von Xelron überrundet. Unglaublich. Ja, da werden wir das schlechteste Ergebnis der Saison einfahren. Ohne Ausfall sind wir auf 22 und 23. Das tut schon ein bisschen weh. Und das heißt, auch Renault wird an uns vorbeikommen. Das war zu experimentell. Und das, oh Gott, ich sehe für nächste Saison echt schwarz. Ja, ich würde sagen, das ist verloren. Dieses Rennen ist eine Katastrophe. Das ist das schlechteste Ergebnis unserer Geschichte, glaube ich fast. Entschuldigung, Miller wieder auf dem Treppchen. Ich weiß nicht, ob wir jemals schlechter waren. Ich weiß, Renault muss an uns vorbei. Und das ist das Drama an der Geschichte. Das ist das Drama. Und ja, das gilt es jetzt zu bewältigen, dass wir hier gucken, was können wir machen. Wir müssen vor Renault ins Ziel kommen. Das ist sowieso klar. So, wir müssen mal gucken. Auf Sparflamme. Ja, es war ein bisschen riskant, diese Strategie halt nicht zu splitten. Zu sagen, einer so, einer so. Und wir müssen gucken, dass wir jetzt vor Renault kommen. Und Matt ist schon auf Platz 17 und wir kommen jetzt gerade mal auf Platz 18. Also das wird noch interessant werden. Bis Runde 18 müssen wir ausharren. Und wir können nur hoffen, dass wir gemeinschaftlich nach vorne kommen, aber es sieht bei Olja nicht gut aus. Es sieht einfach nicht gut aus. Er verkauft sich ganz schlecht und ja,
da sind Eriksens gute Saisonergebnisse, die er zeitweise hatte, nichts wert im Endeffekt. So, man muss mal gucken, man erlaubt den jetzt schon ein bisschen mehr Gas zu geben. Also Matt ist auf einer anderen Strategie, der ist momentan 19. Ob das für uns gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Matt ist, hier sind wir und kurz dahinter ist Matt. Also ich zeige es nochmal, hier sind wir auf der langen Geraden. Der wird uns natürlich einholen. Wir können aber die Strategie auch nicht wirklich switchen. Matt ist direkt hinter uns. Also ich glaube, Matt werden wir nicht schlagen können. Und das ist leider wirklich so. Und Verstappen ist retired. Es muss wirklich eigentlich Matt ausfallen, damit wir noch eine halbwegs Chance haben, 10. in der Konstrukteursmeisterschaft zu werden. Ja, ein Rennen und alles ist kaputt. So schnell kann es gehen. Und wir geben jetzt hier einfach mal ein bisschen Gummi. Wir holen Matt ein. Ob wir ihn am Ende kriegen, müssen wir mal gucken. Es wäre richtig wichtig. Und dass der Ivar von Olja geschnappt wird, ist auch wichtig. So, und jetzt gucken wir mal. Wir sind vor Matt. Wir sind vor Matt. Das hat geklappt. Das hat wirklich geklappt. Sensationell. Und Olja, ja, Ivar kommt leider vorbei. Das wäre natürlich jetzt noch der Wunsch, dass da der ein oder andere Platz gewonnen wird. Und beide dürfen voll pushen. Einfach in der Hoffnung, ein, zwei Plätze noch gut zu machen. Jeder Platz zählt natürlich. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Hülkenberg kriegen wir nicht. 13. ist super. 13. ist super. Und wir werden sogar 12. Wir werden sogar 12. Wir kriegen sogar Hülkenberg. Hätte ich niemals gedacht. Und Olja ist 21. Bedeutet im Querschnitt schon, dass wir jetzt ordentlich Platz gut gemacht haben. Und Hamilton ist ausgefallen und Xelron ist zum ersten Mal Weltmeister. Herzlichen Glückwunsch, Bottas 2. und Perez 3. Das heißt, wir als YouTube-Fahrer sind in diesem Moment Weltmeister. Das ist doch mal was. Das ist doch wirklich mal was. Die Reifen total verbraucht. Aber mit Platz 17 und Grosjean wäre sicherlich auch noch in greifbarer Nähe gewesen. Ein paar Runden mehr. Allerdings waren unsere Reifen auch am Ende, muss man sagen. Mit Platz 12 und 21 können wir im Querschnitt zufrieden sein. Aber insgesamt natürlich nicht Platz 12 sensationell. Gut, wir haben natürlich von zwei Ausfällen profitiert. Wäre Platz 14 gewesen, wäre auch noch sehr gut gewesen. Und Platz 21, Olja, ist so ein bisschen die Enttäuschung. Aber wir dürfen nicht vergessen, Matt ist 17. nur geworden. Also das hat uns so ein bisschen in die Karten gespielt. Wir gucken mal, wie es aussieht. Ob denn da wirklich alles verloren ist. Es sind 0,1 Plätze und das könnten wir ja im nächsten Rennen locker schaffen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid beim großen Preis von Abu Dhabi. Es geht hier wirklich um alles. Es geht hier um Platz 10. Für uns hört sich lächerlich an, aber unser Ziel ist Platz 10 und es geht dementsprechend um 100 Punkte in dem Bereich. Ja, ob die uns weiterhelfen oder nicht, ja, ich glaube schon, weil sonst können wir das hier wahrscheinlich nicht ausbauen. Also, dementsprechend würde ich mich freuen, wenn ihr dabei seid und die Fahrerverpflichtung kommt auch dann. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Bis dann, ciao.